Geräusch gehen von diesen komischen Krabbelkäfern erlaubt. Doch Dosch gerade Au! noch gesehen. Ja, warte. Ah, Happen. Silberfisch? Ja, Silberfisch meinte ich. Wow. Okay, was haben wir hier alles? Igneous Rock Ore. Na, ob man das abbauen kann? Kann man. Weiß jemand, was in der Kiste da unten drin ist? Nö. Geh nochmal gucken. Oh cool, da gibt's auch Blümchen. Ich will das Blümchen. Eine Warte, Dosch, ich Death hab gleich die Flower. ganze Kiste. Ich habe eine Doch, hab Todesblume. alles. Okay. Was auch immer die Todesblume macht. Da war eine Lederhose drin, enchantetes Buch und eine zweite Lederhose. Das ist ein Zeichen. Ich glaube, das ist, die Lederhose ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, irgendetwas. Auf nach Bayern oder was? Hallo? Hallo? Ich habe jetzt aber auch hier diese Death Flower. Ah, ich wollte doch gar nicht in das Enderguru rein, verdammt. Was passiert dann? Du kriegst einiges an Schaden. Ah. Habe ich einen Eimer dabei? Natürlich. Doch, ich habe einen Eimer dabei. Cool. Ich habe irgendwie alles von mir zu Hause gelassen. So, ich habe jetzt einigermaßen wieder mein Werkzeug und Waffen und sowas zusammen. Okay. Kannst du mir die Koordinaten von dem Endportal geben? Moment, ich lass mich mal ganz kurz hier irgendwo ein sicheres Örtchen finden. Sieht sicher aus. So, dann schauen wir mal. Crazy. Und Ihr habt eine weitere zwar Insel gefunden. 222 80 minus 994. Minus 994. Aber ich kann das auch anders machen. 222. Hast du auch einen Jetpack dabei? Ja, das vom Mechanismus. Okay. Da, Oh. hat sich schon erledigt. Machen wir mal Okay, so. super. Danke. Im Südosten findest du die Hauptinsel. Also ich habe gerade eine weitere Insel gefunden. Südosten. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo Südosten ist. Guck mal hier, Dark Clouds. Cool. Diese weitere Insel ist nicht schön. Nicht? Wo ist denn die? Es fliegen Feuerbälle und es ist überall Lava. Ein Vulkano Oh. also. Nein. Bild. Das ist kein Vulkan. Südosten müsste da sein, ne? Es gibt komische Kreaturen. Baker, ich habe jetzt aber irgendwie dauerhaft Poison 2 und das geht nicht weg. Das macht zwar keinen Schaden, aber der Effekt ist dann anscheinend Ach, noch da da. seid ihr ja. Vielleicht hast du irgendwas einstecken, was du, was das verursacht. Nö. Nö? Ich hab's mal das, was ich eben die ganze Zeit hatte, mal rausgetan. Und es geht nicht weg. Aber ich muss ja mal sagen, das End sieht ja wirklich mal richtig gefährlich aus mit den ganzen Dark Clouds und allem und den Inseln. Ja. Und es sieht komplett anders aus, hätte ich gesagt, ne? Ja. Also das ist schon mal eine sehr witzige Erweiterung. Wobei ich dazu sagen muss, die Musik, die ihr wahrscheinlich im Hintergrund gehört habt, die kommt auch aus der Erweiterung und die bläht das Ding ungemein auf. Da bin ich nicht unbedingt der hundertprozentige Fan davon. Aber okay. Jetzt muss ich mal schnell mit nach. Natürlich Welche habe ich die Musik Musik? aus. Ich habe die Musik auch aus. Ja, im Die kommt Hintergrund direkt von kam. Minecraft, oder was? Die kommt direkt von Minecraft die Musik. Ach Die so, kommt die. dann, wenn der Ender Dragon auftaucht und dann Action gibt. Ach so, okay. Ah, schade. Also, ich habe ja eine Insel gefunden, wo es verdammt viel Tungsten gibt. Die got crazy on me. Ja. Was wollten ihr mit dem ganzen Tungsten, bitteschön? Ah, wir können da schon mal sowas allgemein gebrauchen. Schon mal was auf Vorrat. Also. Wir haben dann noch so ein paar Wir Projekte.
Wir haben irgendwie alles auf Vorrat. Sag mal so, ja. Baker, wir wollen reich werden. Womit? Mit YouTube-Videos? Ja, auf jeden Fall. Ach so. Ich hab doch gehört, die Staffel. Ich hab doch gehört. Baker, du hast doch selbst gesagt, Staffel 4 geht dieses Mal 3000 Folgen. Okay. Gut. Hat er schon wieder vergessen. Er wird alt. Ja, immer im Alter kann man schon so einiges vergessen. Ach ja, wie war es doch in einer bestimmten Folge? Du bist alt. Wow. Ja, bin ich. Und ich stehe dazu. Ach du Wow. Und jetzt kommt die Rache, da ich das gerade gesagt habe. Ich habe irgendwie so ein... Stardust kann man nicht abbauen, oder was? Igneous Rock, oh, Fury Essence. Bei mir geht's weg. Schade. Also ich baue es mit der Silk Touch ab, vielleicht macht das einen Unterschied. Ja, ich habe keine Silk Touch dabei. Die muss ich mir dann erst noch machen. Ich glaube, ich bin schnell nach Hause und hol mal eine Spitzhacke. Ich habe gerade festgestellt, es gab auf der Hauptinsel nur zwei oder drei Türme, wo sich der Ender Dragon aufladen konnte. Ja, die anderen haben wir zerstört. Dann gab es mehrere, aber es gab nicht viele, so in Original Minecraft. Ach, hier geht's raus, ne? Ein paar davon zerfallen auch, wenn du sie oben kaputt machst. Das war auch sehr interessant, das war dann Falling Obsidian hieß es dann, glaube ich, ne? Genau. Wo waren die Hauptinsel, bei welchen Koordinaten? Minus 27, 6. Höhe 65. Oh, bin schon gar nicht so weit entfernt. Wir können hier eigentlich auch ein Mecha-Tor aufbauen, oder? Ja, können wir. Und dann können wir hier auch in Ruhe noch ein bisschen was abbauen. Lass für Butze bloß mindestens ein oder zwei von diesen Hives übrig, weil sonst killt der mich, glaube ich. Nee, keine Sorge. Aber ich glaube, er wird es auch dann schaffen, euch noch ein paar Ableger davon zu produzieren. Aua! Aua, aua, aua. Entschuldigung. Oh. Mit Hive. Ich hab einen Hebel gefunden. Friendly Fire und so. Ja. Ich merk schon, ich finde diesen Let's Play echt. Oh. Ich hab eben irgendwas gehört. Also, Baker, mit Silk Touch kann man dieses Stardust Ohr auf jeden Fall abbauen. Ja, ich habe auch Silk Touch bei mir drin. Ja, ich nicht. Naja. Die Frage ist nur, was man mit ihm dann macht. Ja gut, es wird von dem Ender Mod sein, ne? Ja. Da gibt's auch ein End Power Ohr. Also ich weiß, was mit der Dragon Essenz kann man sich so ein wie heißt das Ding nochmal? Moment, das können wir selbst gucken. Oh. Also Dosh. Wir werden demnächst keine Tanks und Probleme haben. Ne? Kann man sich Essenzaltare bauen und damit kann man entweder diverse Dinger beschwören oder eben Zeug reparieren. Habe ich jetzt schon gesehen. Was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist, dass Falling Obsidian, das ist jetzt quasi wie Kies, das hat jetzt auch Gravitation. Hä? Also, wenn du einen Block darunter abbaust, fällt es runter. Okay. Also ich weiß nicht, was ihr habt, aber selbst auf der Hauptinsel gibt es Unmengen an Tungsten. Nee, ich hab... Dass es hier genug Tungsten gibt, das weiß ich auch. Ich erkunde jetzt nur mal außen alles. Was mich denn noch interessiert ist, wofür kann man diese... Dadadada? Nee, das ist es nicht. Irgendwas war es doch gerade. Dragon Essence? Dragon Essence, ja. Das ist noch so eine interessante Geschichte, was man damit anstellen kann. Und den Falling Obsidian kann man ja abbauen, aber irgendwie weiterverarbeiten oder so kann man ja anscheinend so standardmäßig nicht. Ja, stimmt. Also dann müssen wir uns noch diskutieren, wer das Drachenei bekommt. Da hätte ich das vielleicht kann man damit machen. Energie erzeugen zum Beispiel. Stimmt, das
der Dragon Egg Energy davon, ne? Genau. Oh, da kam jetzt gerade die Musik. Genau, bei mir kommt sie auch gerade wieder. Die Musik ist ja mal geil. Aber die bläht leider diesen Mod unglaublich auf. Ja. Ah, oh, ich hab auch gerade Musik drauf, ja. Komm, das gehört jetzt hier da. Nimm dir. Auch ich interessiere mich eher für Tanzen oder so. Generell Gregtech bin ich da. Pitchblend ist auch von Gregtech, ne? Nee, das war meine ich nicht von Ragtag. Achso, Ragtagcraft ist das, ja. Das ist Ragtagcraft, glaube ich, ja. Ja, ja, ich sehe es gerade. Mhm. Aber das Zeug findest du aber auch echt überall, ne? Mhm. Ja, eigentlich sollte es selten sein, ne? Mhm, der war gut. Ja. Ja. Wenn ich da sehe, was bei uns das alles rauskommt, das ist unglaublich. Wir haben auch viel zu viel. Aber wisst ihr, was ich hier noch gar nicht gefunden habe? Hier gibt es noch ein schönes Gregtag-Ohr, aber das habe ich hier noch gar nicht gesehen. Meinst du Sheldon Knight? Ja. Das habe ich auch noch nicht gefunden. Aber das ist auch meistens bei den äußeren Inseln irgendwo, wenn ich mich recht entsinne. Sieht das aus? Wenn wir überlegen, das müsste, glaube ich, gelb sein. Fast so dieses Gelb von Endstone, und das ist der Witz dabei. Das fiese eigentlich. Aber bei hier, komm zu mir, ich habe zwei. Na, warte mal, ich schaue mir hier gerade noch ein paar Inseln an. Oh, da hängt unten auch noch was dran. Ich hab das ist volle Erze, ey. Also ich habe drei gefunden, ich würde sagen für jeden von uns eins. Also ich finde die Musik, die hat auf jeden Fall etwas. Das ist ein Enderkuh. Gebe es da nicht rein. Wenn du da nicht reinspringen solltest. Okay. Schulen? Also ich habe was gefunden, das keinem unbedingt gefallen wird, oder? Noch in einer Rachen? Eine Riesenfestung. Was? Oh, doch. Natürlich würde uns das interessieren. 470, 110. Wie nochmal bitte? 470, 110. 470? Ja. Also quasi ganz im Westen, im Osten. Keine Norden. Ahnung. Norden. Nordosten. 470, 110. Und die Höhe in etwa? 120. Okay. Oh. Genau, stellt euch alle auf die Glowstone oben drauf. Nein, ich muss auch noch kommen. Das ist ja mal interessant. 470, 210. 110. 110, viel zu weit. Ja, komm mal, aber ich wollte 210 wissen. Dosch? Ja? Schau mal nach unten links hinter dir. Wie viele Endermans da unten stehen. Ach so. 470, 110. Ich bin mal bei 500. Sieh's. Was für eine Höhe? 120. Oder bin ich ja viel zu niedrig? Ja, da unten also sieht man ihn. Wenn du in die Nähe kommst, siehst du's. Oh Gott. Nächstes Grad, ja. Hab ich mir auch gedacht. Was ist denn das hier für eine Statue eigentlich? Schön. Mein lieber Mann. Genahe the Ender Eye? Vorsicht, ich glaube, das ist ein Boss. Bei der 250 Life hat, würde ich auch sagen, ja. Oh, der hört sich gut an. Wer will vor? Handgranate reinwerfen? Scheiße. Oh, dann sind auf jeden Fall alles angry. Also, wie wäre es erstmal mit den Obsidian hier oben wegmachen? Da können wir reinschießen. Oh je, ich hab nur noch 1,5 Herzen. Vorsicht. Achtung, die kommen hoch. Boah. Warte. Wo? Wir sind auf mich aggro. Street, geh mal da weg. Bevor ich dich abschiebe. Da ist ein Spawner. Ein Essen dabei. Dorsch, überlebst du es? Ja, hier sind viele Truhen. Wow.
Erstmal Friede, Freude, Eierkuchen, ja? Adventurer's Diary. Hotel of Enchanting. Mach mal ein bisschen schneller hier. Meine Pfanne glüht schon langsam. Ernsthaft, wollt mal die Kisten leer. Ich hab schon alles. Ja, super. Ah, hab das jetzt da unten alles abgegrast. Kann ich wieder nach oben kommen? Jo. Gut. Achtung doch, Schinder. Oh, die sind alle auf mich abhocken, ja. Weißt du, uns. Kiste nicht bewegen. Oh, verdammt. Weißt du, und so uns sagt er noch, pass bloß auf, das ist ein Boss. Mhm. Ja, ja. Ey, der bleibt stehen. Wie ist alle drauf? Wo ist denn der? Der steht hier unten. Oh oh. Das Auge. Ja, komm her, Auge. Ich nehm dich auch noch mit. Oh oh. Ich will da nicht rein. Nein, ich will da nicht rein. Lass mich aus dem Ei raus. Lass mich da raus. Ernsthaft, geh da rein. Ja. Okay. Wow. Das ist ja heftig. Da geht ja mal was ab. Da macht's ja mal wieder Spaß. Ja, ja super. Tot. Ja, ich bin auch schon wieder. Gibt's dort zufälligerweise auch na, ich guck's mir einfach mal an. Es ist ja nur schlecht für meine Todesstatistik. Wo ist mein Grabstein? Meiner ist irgendwo, ich weiß nicht genau wo. Wann geht mir langsam das Essen aus? Boah. Ich hab grad noch so das Miniatur Yellow Heart gefangen. Ich war schon bei minus 50 oder so. Der hat Gemfragmente fallen lassen. Gemfragmente hat der fallen lassen, der Boss. Er hat viel fallen lassen. Daraus kannst du einen Transferenz-Gem machen. Schmeiß mal dahin. Ja, super. Jemand noch Lust, unten reinzugehen? Das Problem ist, mal jemand zu euch irgendwas porten? Fehlt mir noch. Ich hab meinen Grab nämlich oben beim Auge. Ja, warte. Also eins von meinen. Porte dich zu mir. Ich stehe hier Moment, oben Moment, sicher. Moment. Ich brauche jetzt mal was zu essen. So. Dein Grab existiert schon gar nicht mehr. Doch, das doch. Steht. Da steht noch da. Echt? Oh. Ja. Wollen wir dich vielleicht unten mal die Spawner abbauen? Ja, bau mal bitte ab. Und schau mal, ob du da unten meine Pfanne findest. Ja, die liegt da unten. Wie kann er jetzt in dem Moment nur ans Essen denken? Ist doch das furchtbar. Hat nichts mit Essen zu tun. Ja, hallo. Ja. So, Crazy, du darfst. Ja, okay, warte. So, bist hier. Danke. Ist ja der Hammer. Ich will meine Pfanne wieder. Menschenskinder, wollen wir mal deine Pfanne craften. So. Ach, da ist er doch. Nehmen wir doch die. Ich sehe eine. Glaube ich. Das ist eine Schaufel. Ich habe wieder gefunden. Ach du heilige Scheiße. Klappt das da unten oder brauchst du da unten Hilfe? Schau mal auf meine Leben, dann weißt du es. Irgendwas Interessantes.